One week with me. And me. And me. Woo! Wir haben heute Donnerstag. Ausbildungsabend steht auf dem Plan. Es ist früh morgens, wir haben gerade gefrühstückt im Hotel, sind jetzt bei den Pferden angekommen. Schauen wir mal, wie gut sie geschlafen haben. Werden sie versorgen, ein bisschen bewegen. Und dann starten wir einfach mal in den Tag. Let's go! Guten Morgen! Hallo! Habt ihr gut geschlafen? Sehr schön. Einmal checken, ob alle Pferde stehen. Und Cody wollen wir natürlich nicht vergessen. Hi Cody! Oha, der sieht ja super aus. Voll mit Spänen im Schweif. Die Pferde kriegen bei uns alle natürlich morgens erstmal schön frisches Heu und ganz wichtig ist es immer, dass jedes Pferd auch frisches Wasser am Start hat. Das machen wir öfters am Tag tatsächlich neu, die Wasserbottiche, weil die Pferde doch ganz gerne damit rumsauen, gerade so mit dem Heu, wenn das so in der Nähe steht. Deswegen, das ist das Wichtigste, dass Heu und Wasser frisch ist und Kraftfutter darf natürlich auch nicht fehlen. Wir sind wieder da vom Spaziergang. Die Zeit konnten wir gut nutzen, dann konnten die anderen Zeit sauber machen. Die Pferde konnten sich ein bisschen bewegen, die Beine vertreten. Die kennen das ja gar nicht, so in der Box zu stehen, weil sie zu Hause immer rein und raus können, wie sie wollen. Deswegen schauen wir mal, dass wir viel mit den Pferden unterwegs sind. Ja, jetzt dürfen sie erstmal weiter frühstücken. Kleiner Zwischenstand vom Tag. Unser Team hat sich erweitert. Anna ist wieder dabei. Hallo. Und wir spekulieren jetzt mal kurz, denn so wie das ausschaut, ist hier so eine kleine Messe. Einmal Kamera schwenken so. Wow. Da gucken wir jetzt mal drüber und dann suchen wir uns gleich mal wieder was zu essen. Ach Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich sag mal deine Hände. Oh. Ganz kalt. Ines hat ganz kalte Hände, weil sie ist gerade auf dem Parkplatz einfach. Da. Oh, verdammt. Hier? Oh. Warte, ich wollte ein Foto zeigen. Da. Sie ist einfach über das Ding geflogen und lag da im Schnee. So funny. Ja, das ist irgendwie nicht so witzig, wenn man sowas nochmal erzählt. Wir kaufen auf jeden Fall Getränke und Plätzchen. Ich wollte Plätzchen kaufen. Ja. So, ich decke jetzt den Tisch, damit alle hier ein bisschen was Leckeres essen können. Ganz wichtig. Es gibt leckere Dips, Süßigkeiten, Baguettes, Cookies. Ja, alles dabei. Huhu! Aber wir warten gerade auf Mattes, der ist noch im Hotel oder wo auch immer. Und dann geht's gleich zum Stall. Um 16.30 Uhr ist, glaube ich, das Meet and Greet. Und danach machen wir uns langsam fertig für den Abend. Also, alles wie immer, wir warten alle auf Mattes. Moin! Was ist hier los? Nix. Ihr lacht alle so. Es geht los. Mittagspause beendet. Und was machen wir? Zum Stall fahren. Zum Stall fahren, genau. Pferde versorgen. Richtig, richtig. Langsame Vorbereitung auf den Abend. Richtig. Gut, hätten wir das. Also, Abfahrt. Die Pferde werden jetzt alle nochmal versorgt und gehen ein bisschen Schritt. Ich gehe nach vorne, muss die Musik noch klären für heute Abend. Und noch Karten hinterlegen für die Besitzer von Lilly und Silly. Bisschen Water für die Ponys. Oh, shut up.
Nachdem mal wieder das Wasser frisch gemacht wurde und aufgefüllt wurde für alle Pferde, haben wir uns die Pferde geschnappt und sind einfach nochmal wieder nach draußen gegangen und alle durften sich ein bisschen die Beine vertreten. Es ist ja so, dass unsere Pferde zu Hause viel im Offenstall stehen und sich einfach viel bewegen können und daher kennen sie das einfach nicht. Deswegen schauen wir, dass sie einfach viel unterwegs sind. Dann ging es auch los mit unserem Meet and Greet. Hier hatten 10 Leute die Möglichkeit, Karten zu gewinnen für ein Treffen mit uns. Und wir haben das Ganze genutzt und sind mit den Leuten einfach mal in den Stall gegangen zu unseren Pferden, haben so ein bisschen die Geschichten zu den einzelnen Pferden erzählt. Hier, da durfte man ein bisschen streicheln und schauen, was wir dann so für Pferde eigentlich mitgebracht haben. Die meisten kennen die Pferde natürlich. Und dann ist es, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit, die Pferde jetzt einfach mal live zu treffen. Genau. So war unser Meet and Greet. Zum Schluss haben wir natürlich noch ein paar Fotos gemacht und dann war die Runde auch schon beendet. Wir hatten jetzt gerade noch ein kleines Meet and Greet. Das konnten die Leute nicht vorher gewinnen. Das war mega nett. Wir waren im Stall bei den Pferden und hatten einfach mal Zeit, so ein bisschen persönlich auch zu quatschen. Jetzt muss ich aber die Musik klären für morgen, für die Gala. Undercover hier. Hier kommen wir jetzt in den Regieraum. Von hier wird der Ton gemacht und das Licht wird eingestellt. Natürlich alles Dinge, die wichtig sind für unseren Ausbildungsabend. Das haben wir also nochmal alles vorab besprochen und haben uns dann nochmal ein bisschen das Programm angeschaut in der Halle, bevor wir uns wieder stärken konnten. Wir haben endlich wieder Essen gefunden. Es gibt hier einen leckeren, was ist das, Eintopf? Was? Kartoffelsuppe. Das ist kein Eintopf. ja. Musik ist besprochen, Licht ist besprochen, alles steht für heute Abend. Also kann es gleich losgehen. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden. Dann geht's los. Wir bewegen nochmal alle Pferde, damit die sich wieder ein bisschen die Beine vertreten können. Wir müssen das hier irgendwie so ein bisschen im Karussell machen, weil hier ist gestreut, überall rutscht es sonst mega. Deswegen laufen wir alle schön hintereinander weg in eine Runde. Wir machen eine Kette, um das Heu in die Box zu bringen. 1, 2, 3, 4! Und meine Teamwork wird hier groß geschrieben. Geht nicht in Kette. Okay. Zangengriff. Kalinski. Ich gehe mich jetzt umziehen und die Gang bereitet die Pferde vor, putzt sie, damit das hier gleich losgehen kann. Denn in einer halben Stunde geht schon los. Muss ich mich mal ein bisschen spurten. Die Pferde wurden dann schon mal alle langsam startklar gemacht für den Ausbildungsabend. Wurden ordentlich geputzt. Hier hat Ines noch den Halsring eingeflochten, damit er nicht nach unten rutscht. Und somit hatten wir einfach schon mal die wichtigsten Dinge erledigt, damit es dann auch relativ zeitnah losgehen konnte. Denn wir waren uns nicht so ganz sicher, wie weit wir hinter der Zeit sind. Also waren die Pferde schon mal parat und wir konnten jederzeit starten. So, ich bin fresh, umgezogen. Hab jetzt hier schon mal einen Ton, den werde ich mal nicht selber verkabeln. Kannst du es kurz haben? Vielleicht möchtest du nicht selber. Und dann schauen wir mal, wie weit die da vorne sind. Und gucken, dass es losgeht. Der Ritt. Das ist noch Reithosentest approved. Er ist noch jung. So, es ist soweit. Wir haben es mittlerweile 10 vor 8. Um 8 Uhr soll es eigentlich starten. Aber wir haben natürlich Zeitverzug, wo wir nichts für können. Das Programm davor geht noch ein bisschen länger. Wir haben die Pferde alle schon gerichtet. Hier steht Jack schon parat. Und da Lisa ja nicht reiten kann, habt es jetzt ertappt, meine Freundin Yvonne wird für Lisa einspringen und Jack machen und Valu reiten. Und hier haben wir schon die anderen Stuten. Meine Stute Yvonne. Hier ist Lili parat. Die chillen noch ein bisschen. Sie auch. Die beiden kommen nämlich als erstes. Und dann geht es weiter mit Eddie. Eddie ist auch schon geputzt. Und meine Showpferde, die haben noch ein bisschen Zeit. Die werden dann später fertig gemacht.
Viertel nach acht, wir wollten eigentlich jetzt schon anfangen, aber das machen wir uns immer noch nicht. Ja. Entspannen wir uns erstmal, ziehen uns aus, dann geht's los. Und die präsentieren die nächsten anderthalb Stunden. Sie haben acht Pferde mitgenommen, haben viele junge Pferde dabei, die das allererste Mal ihr Showtalent vor großer Bühne hier in der Holzhalle präsentieren sollen. Haben wir mal einen Applaus, Neumünster! Dann darf ich jetzt bitten um den großen Willkommensapplaus für Lisa und Mathis Röckener! Viel Spaß! Hier in Neumünster in den Holzenhain. Heute Röckenasse live, mal mit einer neuen Bühne. Sonst ja in Pferden, da hatten wir zum ersten Mal unseren eigenen Ausbildungsabend. Röckenasse live. Und jetzt sind wir hier, Röckenasse live in Neumünster. Dann sage ich mal Bühne frei für Mathis und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß an diesem Abend. Genau, wie Lisa gerade schon sagte, wir haben eine dreijährige Stute mitgebracht. Das ist die Zilli. Die Zilli lassen wir jetzt erstmal ein bisschen freilaufen. Zilli kam im Frühjahr zu mir von der Wiese. Und das Interessante ist, was ihr nachher sehen werdet, Zilli hat ihre Freundin mitgebracht, die Lilli. Lilli ist auch drei Jahre alt. Und die beiden, die hatten genau die gleiche Aufzucht. Hatten ein wunderbares Leben auf der Wiese und waren doch extrem unterschiedlich im Training zu Beginn. Zu Hause, ihr habt noch nie Bodenarbeit mit einem Pferd gemacht, habt euer Pferd da und sagt so, was mache ich denn jetzt? Ich mache einfach mal Stricker und dann mache mal Freiarbeit. Das ist meistens nicht so der richtige Weg. Denn beim Loben ist es so, wir loben die Pferde nicht mit einem Leckerli zum Beispiel. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ein Pferd zu loben. Aber wir sagen immer, wir müssen schauen, was braucht ein Pferd denn eigentlich? Was braucht ein Pferd zum Überleben? Was ist das Wichtigste? Ines, was ist auf die Lage? Wir sind ready für die Show. Beziehungsweise Eddie ist ready. Eddie ist auch schon ein bisschen länger bei uns in der Ausbildung. Und mit Eddie haben wir auch genauso angefangen wie mit den Studien. Jetzt wollen wir natürlich aus unseren Pferden auch richtige Reitpferde machen. Bevor ich mich da jetzt einfach draufsetze, schaue ich, dass ich das Ganze gut vorbereite. Im nächsten Schritt geht es natürlich erstmal darum, dass die Pferde Dinge kennenlernen, wie zum Beispiel den Longiergurt oder die Trense. Und dann geht es aber auch darum, dass die Pferde lernen, so ein bisschen die Zügelhilfe mit dran zu nehmen und vor allem nach vorne wegzugehen, weil ich sie jetzt nicht mehr unterstütze. Einfach sich frei zu machen.
und die Dinge tut, worauf man Spaß hat, was cool ist, man nicht mehr so versteift mit den Pferden arbeitet. Wie man das gerne mal mit den jungen Pferden macht. Jetzt den ersten Teil des heutigen Abends, den Ausbilderabend, sehr gut gemeistert. Jetzt gibt es eine Runde Futter und danach starten wir noch mit einer Generalprobe für den Galaabend morgen Abend. Und dann ist auch Bettruhe angesagt und genau, die Pferde können dann in die gute Nacht starten. Let's go! Erste Wartenschuhe. Ich verfresse uns doch mal ein. Komm mal zurück. Nein. Also. Was du denn? Ines hat gerade so witzig von ihrer Maiswaffel. Was für eine Platte ist das? Wir sind durch mit dem Ausbildungsabend. Und es lief gut. Eine runde Sache. Die Pferde waren gut drauf. Ich bin ganz stolz auf die Jungen vor allem. Und jetzt? Die Jungen haben eigentlich ja. Also die waren. Eddie, Alter. Eddie. Eddie war mega entspannt vor allen Dingen, oder? Ja. Also, wirklich? Für Eddie war es richtig gut. Eddie war das beste Pferd am Abend. Wirklich. Ja. Richtig cool. Sehr schön, so. Meine Freunde. Wir müssen jetzt noch in die Probe starten für den Gala am Morgen. Wir sollten gleich mal die Kutsche holen und in die Abreiterhalle kommen. Wir sind gerade in der Abreiterhalle und in der Showhalle wird schon aufgebaut für unsere Probe. Genau, morgen Abend ist Generalprobe. Die Pferde sind voll am Pennen. Genau, wir machen nur einmal ganz locker durch und dann sehen wir auch zu, dass wir Feierabend machen. Denn mittlerweile ist es schon 20 vor 12 wieder. Einfach mit Gefühl muss ich so ein bisschen aktiv meistens bei der Arbeit sein. Aktiv ist genau. Dabei. Genau. Wir sind durch mit den Proben. Es wird doch mal wieder ein bisschen später. Oh, 12:30 schon. Ja. Aber was soll man sagen? Die Pferde waren richtig gut drauf. Wir haben die gerade noch mal ein bisschen laufen lassen in der Halle, dass sie sich ein bisschen bewegen können. Und jetzt geht's ins Bett. So, die da wurde auch noch mal gefüttert. Das Video ist somit jetzt auch beendet. Wir fahren gleich wirklich dann auch ins Bett. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt was Nettes in die Kommentare, lasst einen Daumen oben da, abonnieren nicht vergessen und morgen geht's weiter. Morgen ist Freitag, Galaabend steht auf dem Plan. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.